Tu dille padre e lui ti risponderà. Herzlich willkommen bei Maranatha auf 3ltv.com in Wien, Österreich. Wir bringen eine Serie von Katechesen von Papst Franziskus. Diese werden auch auf der Website des Heiligen Stuhls veröffentlicht. Wir lesen sie zum Nutzen aller Gläubigen. Generalaudienz vom Mittwoch, den 19. September 2018. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Auf dem Weg durch die 10 Gebote gelangen wir heute zum Gebot über Vater und Mutter. Es ist die Rede von der Ehre, die den Eltern gebührt. Was ist diese Ehre? Der hebräische Begriff verweist auf die Herrlichkeit, den Wert, wörtlich genommen auf das Gewicht, die Konsistenz einer Wirklichkeit. Es ist keine Frage äußerlicher Formen, sondern der Wahrheit. Gott ehren bedeutet in der Heiligen Schrift, seine Wirklichkeit anzuerkennen, seine Gegenwart in Rechnung zu stellen. Das kommt auch durch die Liturgie zum Ausdruck, beinhaltet aber vor allem, Gott den rechten Platz im Dasein zu geben. Vater und Mutter ehren heißt also, ihre Bedeutung anzuerkennen, auch mit konkreten Taten, die Hingabe, Zuneigung und Fürsorge zum Ausdruck bringen. Aber es geht nicht nur darum. Das vierte Wort hat ein besonderes Merkmal. Es ist das Gebot, das ein Resultat beinhaltet. Es lautet nämlich, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Deuteronomium 5,16. Die Eltern ehren führt zu einem langen, einem glücklichen Leben. Das Wort Glück erscheint im Dekalog nur in der Verbindung mit der Beziehung zu den Eltern. Diese jahrtausendealte Weisheit erklärt das, was die Humanwissenschaften erst seit etwas über einem Jahrhundert erarbeiten konnten. Nämlich, dass die Prägung der Kindheit das ganze Leben zeichnet. Oft ist es einfach zu verstehen, ob jemand in einem gesunden und ausgeglichenen Umfeld aufgewachsen ist. Aber man spürt auch, ob eine Person Erfahrungen mit Verwahrlosung und Gewalt gemacht hat. Unsere Kindheit ist so etwas wie ein unauslöschlicher Stempel. Sie kommt im Geschmack, im Verhalten zum Ausdruck, auch wenn einige versuchen, die Wunden ihrer Herkunft zu verbergen. Das vierte Gebot sagt jedoch noch mehr. Es spricht nicht von der Qualität der Eltern und verlangt von Vätern und Müttern keine Perfektion. Es spricht vom Handeln der Kinder, unabhängig von den Verdiensten der Eltern. Und es sagt etwas Außerordentliches und Befreiendes. Auch wenn nicht alle Eltern gut sind, auch wenn nicht jede Kindheit unbeschwert ist, so können doch alle Söhne und Töchter glücklich sein, denn die Erlangung eines erfüllten und glücklichen Lebens hängt von der rechten Dankbarkeit gegenüber jenen ab, die uns das Leben geschenkt haben. Denken wir daran, wie erbaulich dieses Wort für viele junge Menschen sein kann, die aus schmerzlichen Erfahrungen herauskommen, und für alle, die in ihrer Jugend gelitten haben. Viele Heilige und zahlreiche Christen haben nach einer schmerzlichen Kindheit ein lichtvolles Leben geführt, weil sie sich dank Jesus Christus mit dem Leben versöhnt haben. Denken wir an einen jungen Mann, der heute selig ist und im kommenden Monat heilig gesprochen wird. Nuntio Sulpicio. Er ist mit 19 Jahren aus dem Leben geschieden. Versöhnt mit vielen Schmerzen, mit vielen Dingen, weil sein Herz ruhig war und er nie seine Eltern verleugnet hat. Denken wir an den heiligen Camillus von Lelis, der aus einer vernachlässigten Kindheit heraus ein Leben der Liebe und des Dienstes aufgebaut hat. An die heilige Giuseppina Bacchita, die in schrecklicher Sklaverei aufgewachsen ist. Oder an den seligen Carlo Nocchi, ein armer Weiser, und auch an den heiligen Johannes Paul II.,
der durch den Verlust der Mutter in zartem Alter gezeichnet war. Der Mensch, aus welcher Erfahrung er auch immer herauskommt, erhält aus diesem Gebot die Orientierung, die zu Christus führt. Denn in ihm offenbart sich der wahre Vater, der uns anbietet, von oben neu geboren zu werden. Die Rätsel unseres Lebens werden erleuchtet, wenn man entdeckt, dass Gott uns von der Ewigkeit her ein Leben als seine Kinder bereitet, wo jede Tat eine von ihm empfangene Sendung ist. Unsere Wunden beginnen Fähigkeiten zu sein, wenn wir aus Gnade entdecken, dass das wahre Rätsel nicht mehr lautet, warum, sondern für wen. Für wen ist mir das geschehen? Im Hinblick auf welches Werk hat Gott mich durch meine Geschichte geprägt? Hier kehrt sich alles um, wird alles kostbar, wird alles erbaulich. Wie wird meine Erfahrung, auch wenn sie traurig und schmerzlich ist, im Licht der Liebe für die anderen, für wen, zur Quelle des Heils? Dann können wir beginnen, unsere Eltern zu ehren, mit der Freiheit erwachsener Kinder und mit der barmherzigen Annahme ihrer Grenzen. Die Eltern ehren, sie haben uns das Leben geschenkt. Wenn du dich von deinen Eltern entfernt hast, dann gib dir einen Ruck und kehre zurück. Kehre zu ihnen zurück. Vielleicht sind sie alt. Sie haben dir das Leben geschenkt. Außerdem gibt es unter uns die Gewohnheit, schlimme Dinge zu sagen, auch Schimpfwörter. Bitte beleidigt nie, nie, nie die Eltern anderer Menschen. Nie. Nie darf man die Mutter beleidigen, nie den Vater beleidigen. Nie, nie. Trefft selbst diese innere Entscheidung. Von heute an werde ich nie die Mutter oder den Vater von irgendjemandem beleidigen. Sie haben ihnen das Leben geschenkt. Sie dürfen nicht beleidigt werden. Dieses wunderbare Leben ist uns geschenkt, nicht aufgezwungen. In Christus neu geboren zu werden, ist eine Gnade, die freiwillig angenommen werden muss. Und es ist der Schatz unserer Taufe, in der durch das Wirken des Heiligen Geistes nur einer unser Vater ist, der im Himmel. Danke. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Ich grüße die zahlreichen Schulgruppen bei dieser Audienz. Gott hat für einen jeden von uns eine Sendung in unserem Leben. Öffnen wir uns seinem Wort und lassen wir zu, dass er uns führt. Der Herr behüte euch alle Zeit.